als Bluff. Sie können gar keine Beweise haben. Wenn Sie da so sicher sind... Jawohl, das bin ich. Wenn Sie so sicher sind, dann frage ich mich, warum Sie meiner, meiner Einladung so prompt gefolgt sind. Unterlagen. Diese Person, diese Frau, die mich in ihrem Auftrag angerufen hat. Unterlagen. Unterlagen, hat sie gesagt. Na und? Wo sind diese Unterlagen? Also ich wiederhole, natürlich habe ich sie nicht hier bei mir im Hotelzimmer. Ah, sie finden die Papiere in besagtem Schließfach am Westbach. Ach, und den Schließfachschlüssel habe ich hier für Sie bereit. Ja. Bitte hier auf dem Tisch. Und im Übrigen... Und im Übrigen? Was ist denn? Ja, und im Übrigen, wenn ich Ihre Forderungen, über die ich angeblich durch eine ebenfalls in dem Schließfach hinterlegte Mitteilung informiert wäre, wenn ich die nicht erfülle... Aber ich bitte Sie, schließlich habe ich den Inhalt der Unterlagen hier im Kopf. Ach, das sagen Sie. Wenn Sie meine Forderung nicht erfüllen würden, also ich bitte Sie, ein kleiner Hinweis an die zuständige Behörde. Na, und ich... Haben Sie es ja. Ich denke, das können Sie sich ja wohl nicht... Was haben Sie denn? Ich bitte. Ist Ihnen nicht gut? Bitte. Was? Meine Medizin. Schnell in meiner Manteltasche, bitte. Ja, die kleine Flasche. Ja, was denn? Ich... Bitte schnell. Manteltasche. Was? Bitte. Ja, was? Schnell. Möglich. Das ruhig ist doch... Ruhig doch mal. Sie haben auch gar nicht gesagt, dass... Die Tür ist deutlich hörbar zugefallen. Oder etwa nicht. Er könnte immer noch mal zurückkommen. Hm? Also, Herr Buchmann. Ich hab's nicht geglaubt. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Nein, nein. Tja, Leonie, es ist doch nur genau so eingetroffen, wie ich es vorausgesagt habe. Jedenfalls bisher. Ja? Ich bin's, Herr Traffer. Der Empfang war gut? Einwandfrei. Besser fast noch als vorhin bei Ihrem ersten Besucher. Aber das lag an dem, der nuschelte so. Nein, die Mikrofone haben wir schon genau an den richtigen Stellen angebracht. Und sonst? Sie haben's ja mitgehört. Auf und davon. Mitsamt dem Schließfachschlüssel. Genau wie Nummer 1. Also dann ruhen Sie sich ein bisschen aus. Der dritte Besucher dürfte in etwa 20 Minuten kommen. Den vierten bestellen wir noch so auf circa 22 Uhr. Im Übrigen, Sie machen Ihre Sache gut, Herr Rabatino. Kompliment. Gelernt ist gelernt, könnte man vielleicht sagen. Wie? Obwohl es ja schon... also bis später dann. Ja, gut. Also ich finde wirklich... Er ist direkt bühnenreif, unser guter Rabatino. Also, auf, Lothar. Bühnenreif. Also, wenn ich mir vorstelle, dass du das alles so geplant hast, genau so, dass du wildfremde Menschen dazu bringst und... Ja, die funktionieren auch, wie Marionetten. Und du bist noch stolz darauf. Ja, auf deine fabelhafte Menschenkenntnis. Oh mein Gott. Aber ich bitte dich nur nie, so kenne ich dich ja gar nicht. Wo bleibt deine preußische Selbstbeherrschung, liebe Schwägerin? Herr Traffer, wir haben eben zwei ausgewachsenen Morden beigewohnt. Ja. Und Sie machen ein Gesicht, als wäre Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Na, Morde. Der Gesetzgeber würde sowas lediglich als unterlassene Hilfeleistung einstufen. Oh. Mord. Ja, kommt das vielleicht nicht auf dasselbe heraus? Zwei Männer, die ungerührt haben sie Rabatino um seine Medizin betteln lassen. Betteln? Hätten ihn sterben lassen, bloß um ihre eigene weiße Weste zu retten. Noch steht es ja 50 zu 50. Ja. Es werden noch zwei Besucher erwartet. Das Gute, von dem Sie ja so überzeugt waren, Herr Buchmann, und du auch, Leonie, das Gute hat also immer noch eine Chance. Doch, dein Zynismus ist unerträglich. Ja, ich habe meine Rolle in deinem Spiel gespielt. Weil du mich so eindringlich darum gebeten hast. Weil du jemanden brauchtest, dem du vertrauen kannst und der ein bisschen Sprecherfahrung hat. Und weil dir so ungeheuer viel daran lag, Herrn Buchmann heute Abend diesen Probelauf, wie du es nennst, vorzuführen. Aber bitte, nicht in diesem Ton jetzt. Das ist schon gut, Leonie. Also, den Anruf bei Nummer 4 in
Na, sagen wir in 10 Minuten. Nach weiteren 10 Minuten dürfte dann wohl unser dritter Mann bei Rappatino aufkreuzen. Ja. Ich möchte deshalb vorschlagen, dass wir die Wartezeit nutzen, um ein Protokoll über den bisherigen Verlauf des Abends aufzusetzen. Also jetzt mal so ein Punkttreffer. Auch noch ein Protokoll? Für wen denn? Für die staunende Nachwelt oder was? Nein, Herr Buchmann. Für Sie. Für mich? Sie werden doch etwas in der Hand haben wollen, wenn Sie der Programmdirektion meinen Vorschlag unterbreiten. Verehrtester, eines wollen wir doch jetzt bitte mal festhalten. Sie haben mich heute Abend in dieses Hotelzimmer hier eingeladen, weil Sie mir den Probelauf für eine Live-Sendung vorführen wollten, die Sie entwickelt haben. Und ich bin dieser Einladung, ohne zu wissen, worum es sich handelt, gefolgt, um Ihnen einen Gefallen zu tun, sozusagen als nachträgliches Geburtstagsgeschenk zu Ihrem 55. oder was wir da kürzlich bei euch unten im Archiv begossen haben. Und weil ich schlicht neugierig war, was unser von uns allen so geschätzter Meister Traffer sich da hat einfallen lassen. Aber nachdem wir dann hier glücklich zusammensaßen und Sie mir und Ihrer bis dahin ja wohl auch ahnungslosen Schwägerin endlich eröffnet haben, was da heute ablaufen soll, da habe ich Ihnen ja wohl sofort und unmissverständlich erklärt, no, mit mir nicht. Und auch das habe ich Ihnen gesagt. Sie werden nie und niemals und in keinem anderen Sender einen Redakteur finden, der so bescheuert wäre, Ihr Projekt auch nur von fern ins Auge zu fassen. Vielleicht hätte er seine Idee dem Fernsehen anbieten sollen. Aber im Hörfunk... Also bitte, Frau Andersson, keine Beleidigung meiner Kollegen, die den Bildschirm bedienen. Naja. Ein halbes Dutzend Ketchup-Leichen pro Abend, naja, gut. Aber kaltblütige Gemeinheit live, wie sie ihr Schwager da vorführen will. Aber ja, gut. Diese Sache mit dem Protokoll ist akzeptiert, Herr Traffer. Denn Sie bringen es ja noch fertig, morgen ganzen Sender rumzujammern, dass der Buchmann ein arroganter Hinterfurz ist, der den armen Traffer bloß nicht zum Zuge kommen lassen will. Für diesen Fall hätte ich lieben gern schwarz auf weiß, was sich da heute Abend abspielt. Okay. Haben wir Papier und Bleistift? Wenn Sie einverstanden sind, ich habe ein Diktaphon mitgebracht. Na, hier. Wer sagt's denn? Perfekt wie immer, der gute Traffer. Ja. Also, dann legen Sie mal los. Ja. Aber ich werde dabei ja wohl nicht gebraucht. Ich muss einfach mal... Bitte, bleib, Leonie. Du gehörst heute Abend schließlich zum Team. Jetzt lass mich, Lothar. Ich hatte ohnehin einen schweren Tag heute. Oh, komm, ein Profi wie du. Vielleicht ein paar Löffelchen Elan 3. Wie heißt nochmal das Sprüchlein, mit dem du allabendlich die Tatterkreise der Nation aufmunterst? Sehen Sie mich an. Ich bin 70. Aber nach 3 Löffelchen Elan 3 pro Tag fühle ich mich wie 70. Ja. Also wenn Sie es irgend schaffen, Frau Andersen, ich hätte Sie gern als Zeugin dabei, wenn dieses Protokoll diktiert wird. Also gut. Na, siehst du. Also, Protokoll über den Verlauf einer Probe für eine von Lothar Traffer vorgeschlagene Live-Sendung für das Hörfunkprogramm. Arbeitstitel... Na, hat einer einen Vorschlag? Wie wär's mit Lothar Traffers gesammelte Morde? Naja, so gut, meinetwegen. Wie heißt noch mal unser Blümchen-Tapeten-Hotel hier? Es tut mir leid, dass es nicht das Ritz ist. Aber schließlich musste ich den heutigen Abend aus der eigenen Tasche finanzieren. Also, Hotel Casablanca, recht so. Ja. Gut. Arbeitstitel Hotel Casablanca. Das an diesem Probelauf beteiligte Team befindet sich in 2 Zimmern des gleichnamigen Hotels. 3 Personen befinden sich im Zimmer 318. Eine Person ein Stock tiefer in Zimmer 218. Anwesende im Zimmer 318 sind erstens Lothar Traffer, seit 25 Jahren im Sender tätig in der Abteilung Dokumentation. Weiter sind anwesend Eberhard Buchmann, Redakteur, sowie Leonie Andersson, Schauspielerin. Oh, das bitte nicht, Lothar. Schauspielerin. Reklametante für Seniorenprodukte, das kannst du sagen. Ja, warum willst du dein Licht unter den Scheffel stellen? Wie du dich da vor der Kamera bewegst, das ist durchaus professionell. Wie ich es dir ja schon immer gesagt habe, sowas kannst du. Du bist ein Naturtalent. Du hättest Karriere machen können, aber euer Vater... Oh Gott, ich glaube, mein Schwiegervater hätte sich entleibt, wenn eine seiner Töchter... Also solltest du nicht besser mit dem Protokoll fortfahren? Ja, sollte ich also...
Leonie Anderson, Schauspielerin. Hm. Ein Stockwerk tiefer, im Zimmer 218, befindet sich Titus Rabatino. Natürlich ein Künstlername. Derzeit Manegenarbeiter im Zirkus Orbit. Rabatino war ursprünglich Schauspieler, dann ein bekannter Jongleur. Krankheitsbedingte Berufsaufgabe. Alle vier an diesem heute stattfindenden Probelauf Beteiligten erfüllen die Funktionen der Personen, die dann bei der Live-Sendung einzusetzen wären. Das heißt... Stopp mal, ehe Sie das jetzt alles aufdröseln, formulieren Sie doch bitte erstmal Ihr Anliegen. Das, was Sie nun wirklich mit dieser Sendung beabsichtigt haben, oder hätten, denn es wird ja eine solche Sendung nie geben, aber bitte... Diese Erklärung sind Sie uns nämlich noch schuldig, Frau Anderson und mir. Was soll das Ganze im Endeffekt? Klipp und klar. Soll er doch einfach sagen, Lothar Traffer will beweisen, dass jeder Mensch ein potenzieller Mörder ist. Weil Lothar Traffer ja die Menschen kennt. Und weil er sie verachtet. Warum so unsachlich, Leonie? Aber bitte. Wenn das Protokoll mit einer Absichtserklärung beginnen soll? Der Ablauf der Geschehnisse, die der Hörer live mitverfolgen kann, soll den Beweis erbringen, dass ein großer Prozentsatz aller Menschen fähig und bereit ist, unter bestimmten Voraussetzungen einem oder mehreren Mitmenschen Gewalt anzutun. Nochmal Einspruch. Jetzt nicht verwässern, Herr Traffer. Wenn schon Protokoll, dann aber auch präzise. Als wir uns hier vor, anderthalb Stunden trafen, als Sie Frau Anderson und mir das ganze Arrangement, das Sie für diesen Probelauf getroffen hatten, erklärten, da habe ich Sie gefragt, und bitte, was soll das Ganze? Worum geht's denn nun? Und was war Ihre Antwort? Frau Anderson wird sich erinnern. Sie sagten, um Mord. Es geht um Mord. So war's doch. Ja, genau so. Und ich glaube, an dieser Stelle haben wir sogar noch gelacht, Herr Buchmann. Fanden das einfach verrückt. Wie Lothar dann sagte, denn der Mensch ist manipulierbar. Man muss nur an den richtigen Fäden ziehen und dann läuft er tap, tap, tap und tötet. Gelacht haben wir. Und jetzt? Haben wir schon zwei Mörder. Ich hätte Ihre Gesichter sehen mögen, wie Sie da zur Tür raus sind. Und hofften... Natürlich haben Sie es gehofft, dass Rabatino krepiert. Der Mann, den Sie für einen Mitwisser Ihrer dunklen Geschäfte halten mussten. Ich hätte nie mitmachen dürfen. Ich hätte diese Telefongespräche nie führen dürfen. Ihr habt mir ja nicht glauben wollen. Weil ihr die Menschen nicht kennt. So wie ich. Nach 25 Jahren Arbeit im Archiv, Berichte... Nachrichten, Bilder, Zahlen, Statistiken, mein Gott, hinter jeder dieser ungezählten Informationen. Menschen. Menschengesichter. Tag für Tag in 25 Jahren haben sie sich mir gezeigt, ohne Maske, ohne Schminke. Menschen. Ja, also, weiter. Wo waren wir? Beweis erbringen, dass ein großer Prozentsatz aller Menschen fähig und bereit ist, unter bestimmten Voraussetzungen einem oder mehreren Mitmenschen Gewalt anzutun. Für die geplante Live-Sendung ist folgendes Arrangement vorgesehen. Im Studio befinden sich Studiogäste, etwa 20. Ihre Anwesenheit ist unerlässlich als Garantie für den Hörer zu Hause, dass während der Live-Sendung nichts verfälscht oder abgesprochen werden kann. Ferner ist anwesend ein Moderator oder Koordinator, also meine, also Lothar Traffers Rolle am heutigen Abend. Die Rolle der passiven Beobachter, eben der Studiogäste, hat sozusagen Herr Buchmann. Frau Anderson hat heute die Rolle der Person übernommen, die den Kontakt, den telefonischen Kontakt mit den potenziellen Tätern herstellt. Lieber Himmel, jetzt hätten wir ja fast unseren vierten Mann vergessen. Bitte, Leonie, welche Nummer hattest du angekreuzt? Oh, lass doch jetzt diesen vierten, Lothar.
Genügt es denn nicht, dass wir drei Menschen heute Abend in eine so schreckliche Situation gebracht haben? Jetzt hör mal. Du tust gerade, als wären das alles Unschuldslämmer, die du mit deinem Anruf in Marsch gesetzt hast. Und außerdem, was stößt ihnen denn so Schreckliches zu? Wenn sie die Schließfächer öffnen, für die ihnen Rabatino die Schlüssel gegeben hat, und das tun sie bestimmt alle, noch heute vor Mitternacht, dann finden sie ja die Mitteilung, dass niemand sie hat erpressen wollen. Dass es auch keinen Toten gibt, den sie auf dem Gewissen haben. Wenn sie denn eins hätten. Sondern dass das Ganze nur eine Art Test gewesen sei. Von einem Mr. Unbekannt inszeniert. Na und? Nichts als ein paar Stunden Angst und Knieschlottern. Haben Sie das einfach nicht verdient? Also wenn ich etwas zum Kotzen finde, dann sind das Moralisten wie Sie. Aber trotzdem, Frau Andersen, doch. Rufen Sie die vierte Nummer noch an. Ja, unbedingt sogar. Wir wollen doch mal sehen, wie sich der dritte Besucher verhält, der ja bald erscheinen wird, und dann auch der vierte. Denn die werden das Selbstverständliche tun. Die werden Rabatino die Medizin geben. Herrgott, das ist doch einfach unmöglich, dass Trafferrecht behält, was? Ach, ich kann einfach nicht mehr. Leonie, was heißt, du kannst nicht mehr? Denk doch an den Leitspruch deines Vaters. Wer A sagt, muss auch B sagen. Oder Sie müssen wissen... Mein Schwiegervater selig, seines Zeichens Oberstudienrat, der sein Leben lang darunter gelitten hat, dass seine Frau ihm keine Söhne geschenkt hat, sondern nur meine liebe Schwägerin Leonie als Erstgeborene und nach 15 Jahren des Hoffens dann meine Frau, die dann leider so früh sterben musste. Naja, also Schwiegervater selig verfütterte seine den Söhnen zugedachten markigen Sprüche eben an die Töchter. Zum Frühstück etwa... Gelobt sei, was hart macht. Es reicht, und Lothar. Also, wenn wir nach dem gleichen Modus vorgehen wie bei den drei ersten Anrufen. Bitte. Hier ist die vierte von mir angekreuzte Nummer. Und du wählst an, da ich ja keinen Namen hören soll. Genau so ist es. Also, mal sehen, ob wir wieder Glück haben. Und auch Nummer vier zu Hause ist. Umländer? Hallo? Na los. Hallo? Mach schon. Wer ist denn da? Hören Sie mir jetzt bitte gut zu. Was ist? Es geht um die Ausschreibung vom September letzten Jahres. Ich spreche im Auftrag eines Mannes, dem Ihre mündliche Absprache mit einem gewissen Dieter in Bezug auf eine in bar zu leistende Zahlung bekannt ist. Wer spricht da? Dieser Mann ist bereit, Ihnen Beweise über die Details dieser Absprache, die in seinem Besitz sind, auszuhändigen. Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie reden. Dieser Mann erwartet Sie heute um 22 Uhr im Hotel Casablanca, Zimmer 218. Da will mich doch jemand reinlegen. Sollten Sie den Termin nicht einhalten, wird der Mann, in dessen Auftrag ich spreche, die besagten Unterlagen morgen den dafür zuständigen Behörden zukommen lassen. Ende. Warten Sie. Ich... Wie war die Zimmernummer? 218. Also steckt der auch mit drin. Der auch. Sie haben doch nicht im Ernst geglaubt, ich würde so eine Sache angehen, ohne ganz genau recherchiert zu haben. Ich hatte es Ihnen ja gleich gesagt. Alle 9 Telefonnummern, die ich Leonie zur Auswahl vorgelegt habe, damit sie nach freier Wahl 4 davon ankreuzt, alle 9 wären ein Treffer gewesen. Also, das ist unvorstellbar. Übrigens dürfen wir nicht vergessen, im Protokoll zu erwähnen, dass eben nur ich die Namen derer kenne, zu denen die Telefonnummern gehören und deswegen erstmal selbst die Verbindung hergestellt habe. Und... dass die Vermittlung während einer Live-Sendung natürlich genau so gehandhabt werden müsste. Wie bist du an diese Namen gekommen? Das hatte ich dich vorhin schon fragen wollen. Ja, und um welches Bauprojekt es ja ganz offenbar hier in der Stadt es sich handelt. Das wüsste ich gern. Denn da ist doch was oberfaul, das muss doch aufgedeckt werden. Und es muss sich um ganz hübsche Sümmchen handeln. Wegen 3 Mark würden diese Herren sich doch wohl kaum für erpressbar halten. Es könnte sein, dass die Summen in diesem Einzelfall so gewaltig gar nicht sind. Aber wenn das Finanzamt erstmal hellhörig wird, würde man sich dort vielleicht auch für andere Projekte interessieren, an denen diese Firmen beteiligt waren. Aber wie auch immer, diese Art,
eines schuldhaften Verhaltens interessiert mich nicht. Ich habe lediglich nach Personen gesucht, die sich für mein Experiment eignen. Namen werden Sie von mir nicht erfahren. Aber du hast diese ominösen Unterlagen. Keine Spur. Ich könnte überhaupt nichts beweisen. Auch wenn ich es wollte. Ich habe einfach kombiniert. Das ist wirklich Routine, Leonie. Ja, ja. 25 Jahre täglicher Umgang mit Fakten, Namen, Zahlen. Lieber Himmel, da lernst du, sobald aus scheinbar nicht zusammengehörenden Einzelinformationen ein Puzzle zusammenzusetzen. Aber bitte nützen wir die paar Minuten, bis der dritte Mann bei Rabatino auftaucht, doch noch für unser Protokoll. Sag mal, dieses Abhörgerät oder ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist doch noch angeschaltet. Sicher? Es könnte ja irgendwas Unvorhergesehenes eintreten im Zimmer 218. Ja, das weiß ich. Ja, aber Rabatino kann uns nicht hören, falls du das meinst. Ich dachte nur, es ist so still bei ihm. Man hört überhaupt nichts. Hm, vielleicht macht er ein Schläfchen. Auch in der Situation. Zirkus Leute haben Nerven wie Stahl draußen. Und Redakteure? Na, was soll das denn? Nein, 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 ich habe den Ton runtergeschaltet. Also, wie weit waren wir? Den telefonischen Kontakt zu den potenziellen Tätern herstellen. Das war, ach ja, jetzt weiß ich wieder, ja. Der vorhin erwähnte Titus Rabatino hat die Rolle des Opfers, des Mannes also, von dem die potenziellen Täter, wie wir sie hier nennen, glauben, er sei im Besitz von Unterlagen, mit denen er sie, diese potenziellen Täter, erpressen könne. Im Falle dieses Probelaufs handelt es sich um eine Gruppe von Firmenchefs aus dem Baugewerbe. Lothar Traffer hat diese Personen ausgewählt, weil er die Kenntnis davon hat, dass diese Herren bei der Vergabe von Aufträgen für ein größeres Bauprojekt eine geheime Absprache mit dem Beauftragten der Bauherren getroffen haben. Dergestalt, dass man sich die Differenz zwischen der in der jeweiligen Ausschreibung vereinbarten Endsumme und der tatsächlich gelieferten Leistung unter der Hand teilt. Lothar Traffer ist sicher, dass er für die von ihm geplante Live-Sendung einen weiteren Personenkreis ausfindig machen kann, Lothar, der in einer ähnlichen Konstellation... Lothar! Ja? Es hat geklopft! Ja? Herein? Ah, Sie sind es. Stimmt was nicht? Nein, nein. Guten Abend. Ach so, Entschuldigung. Wenn ich bekannt machen darf, Titus Rabatino. Frau Anderson, Herr Buchmann. Guten Abend. Guten Abend. Ist irgendwas passiert? Aber nein. Was sollte passiert sein? Es läuft doch wohl alles so, wie Herr Traffer mir das erklärt hat. Klappt alles wie am Schnürchen. Ja, eben. Man braucht nur an dem richtigen Schnürchen zu ziehen und schon laufen sie. Tap, tap, tap und dann... Sie sind gut. Aber beinahe so ist es. Ich hätte Ihnen doch sagen sollen, dass Sie sich etwas zum Lesen mitbringen sollen für die langweilige Wartezeit. Tut mir leid, daran habe ich nicht gedacht. Oh, das macht nichts. Geht schon. Ich dachte ja nur, ich guck mal, wie es hier oben bei Ihnen steht. Ja, wir haben vor kurzem den vierten Mann angerufen. Wenn er pünktlich ist, haben Sie in einer Dreiviertelstunde alles hinter sich. Das wäre gut, ja. Ich meine, dann könnte ich doch noch beim Abbauen helfen. Auch wenn ich mich ja eigentlich krank gemeldet habe für heute Abend. Na, dann bin ich eben wieder schneller fit, als ich gedacht hatte. Aber wissen Sie, da wird jeder Mann gebraucht, so nach der letzten Vorstellung. Da muss jeder Handgriff sitzen. Jeder Mann wird da gebraucht. Ich meine, sonst würde es mir ja nicht drauf ankommen, wie lange das hier heute Abend noch dauert. Aber wie gesagt, da brauchen Sie mich dann doch. Mein Gott, Sie frieren ja. Ist die Heizung in Ihrem Zimmer nicht in Ordnung? Nein, nein, ich friere nicht. Ist wohl nur so eine dumme Angewohnheit, sich immer die Hände warm zu reiben. Wohl noch aus der Zeit, als ich noch aufgetreten bin. Gelenkige Finger, das war das A und O in diesem Job. Sie waren Jongleur, hat mein Schwager gesagt. Titus Rabatino, der Mann mit den sieben Armen. Er hat ein tolles Gedächtnis, der Herr Traffer, dass er mich auf dem Foto im Programmheft gleich wiedererkannt hat.
wo ich doch nur unter den Arbeitern mit rumstehe. Ich hatte es schon erzählt, wie es da gleich bei mir geklickt hat. Auch, dass sie Schauspieler waren. Ja. Da wusste ich gleich, das ist unser Mann. Nur eine Woche Gastspiel hier in der Stadt, heute letzte Vorstellung. Also besteht keine Gefahr, dass sie einen ihrer Besucher heute Abend kennen. Und ebenso auch keine Gefahr, dass sie morgen einen der Herren über den Weg laufen, der dann sie wieder erkennt. Ja. Tja, ich glaube, ich muss dann wieder losziehen. Nur noch eines möchte ich gerne wissen. Die Gesichter von diesen Menschen. Gesichter? Ja, wie sieht das Gesicht eines Menschen aus, der sowas tut? Der jemanden, der ihn um Hilfe anfleht, einfach liegen lässt. Gesichter, was soll ich sagen? Der Erste, also der hat ganz einfach dumm aus der Wäsche geguckt, als ihm aufging, dass er, naja, also dass er bloß zur Tür rausgehen braucht und schon ist alle sorgenlos. Oh nein, aber... Nee, das müssen Sie nicht denken, dass ich es da etwa mit der Angst zu tun gekriegt hätte. Da habe ich schon ganz andere Situationen erlebt bei meinen Auftritten damals. Da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Ich will nicht drängen, Herr Rabatino, aber... Ja, ja, ich weiß. Es wird Zeit, wenn der Nächste pünktlich ist. Ja, und dann bitte rufen Sie besser nicht gleich hier an, wie vorhin, wenn der Besucher zur Tür draußen ist. Wenn es dem einfiele, nochmal zurückzukommen und Sie sind da quicklebendig am Telefonieren. Ja, da haben Sie völlig recht. Also, naja, ich denke, wir sehen uns ja nachher noch, wenn alles vorbei ist. Also, bis dann. Wie alt ist er eigentlich? Er ist so Mitte 40. Ich weiß, er sieht älter aus. Ich denke, es hat ihm schon sehr zugesetzt, dass er damals abtreten musste. Ein Jongleur und Gicht in den Händen. Ist ja auch absurd. Hat er Familie? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gefragt. Aber irgendjemanden muss es da wohl geben. Er sagte was von einem größeren Geschenk, das er jetzt kaufen könne, von dem Honorar für heute Abend. Ja, er war richtig glücklich, als ich ihm angeboten habe, unser Opfer zu spielen. Hast du dir eigentlich überlegt, Lothar, in welche Verlegenheit du Rabatino bringen könntest? Unser glückliches Opfer. Hast du dir nicht daran gedacht, dass einer der Männer, die ich anrufen musste, nicht selbst ins Zimmer 218 kommt, sondern die Polizei schickt? Ja, und was dann? Keine Sorge, Frau Anderson. So absolut indiskutabel, wie die Idee für diese Sendung aus sein mag. Aber das Drehbuch ist perfekt. Das wenigstens muss man Ihrem Schwager zugestehen. Polizei, nee. Da würden die Herren, die Sie angerufen haben, ja Gefahr laufen, dass die Polizei zusammen mit dem Erpresser sich auch das ganze belastende Material schnappt. Also, mit der Polizei kriegen wir es heute Abend sicher nicht zu tun. Achtung. Ja? Da tut sich was. Sind Sie der Mann, der uns hat anrufen lassen? Was heißt uns? Ein Mann wurde angerufen von einer Frau. Die war am Telefon. Ah ja, dann sind Sie hier richtig. Und Ihr Mann? Er konnte nicht kommen. Er hat nicht die Nerven für sowas. Aber Sie, wie ich sehe. Einer muss es ja wohl tun. Also, wo sind die Unterlagen? Und was verlangen Sie dafür? Die Unterlagen habe ich nicht hier. Wie Sie wohl verstehen werden. Sie befinden sich in einem Schließfach im Westbahnhof. Und dort finden Sie dann auch die Anweisung wegen meiner Forderung. Was verlangen Sie? Sagen Sie es schon. Sie finden alles im Schließfach. Aber natürlich, wenn Sie meine Forderung nicht erfüllen würden, Sie können sich ja denken, dass ich alles, was die Verabredung Ihres Mannes mit jenem Dieter betrifft, auch im Kopf habe. Ich übergebe Ihnen also jetzt den Schlüssel hier. Den Schlüssel. Schließfach. Was ist los? Ist ihm nicht gut? Der Schlüssel. Ist er das hier auf dem Tisch? Bitte, ist er das? Bitte geben Sie mir meine Medizin. In meiner Manteltasche, schnell. Bitte mal. Mein Herz. Und das? Das ist der Schlüssel, ja? Bitte. Sagen Sie was! Meine Medizin, bitte! Eine Frau. In
Himmel, Herrgott, nochmal eine Frau. Oh nein, 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 nein. Ich gestehe, das hat mich jetzt auch überrascht. Aber Frauen sind eben nicht weniger kaltblütig als Männer. Nein, 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 keine Ausnahmen. Es gibt keine Ausnahmen. In jeder Altersgruppe, in jeder Berufsgruppe, überall hätte ich meine Täter finden können. Jeder ist anfechtbar. Und du, Lothar Traffer, auf dem Sockel des Allwissenden. Wie steht es mit dir? Ich selbst wüsste auch nicht, ob ich so in die Enge getrieben oder auch nur... Nehmen wir mal an, das Milgram-Experiment. Ja, ich wollte euch ohnehin davon erzählen, falls es nicht bekannt ist, Milgram. Nein? Nun, das nach Milgram benannte Experiment wurde in den 60er Jahren an der Universität New York durchgeführt, später dann in München wiederholt. Aber erstmal Milgram. Also folgende Versuchsanordnung. Ein sogenannter Schüler, ein sogenannter Lehrer und der als Wissenschaftler ausgewiesene Versuchsleiter. Der suggerierte dem sogenannten Lehrer... Bitte, was soll denn das jetzt? Mein Gott, können wir jetzt nicht mal ein Bier kommen lassen oder sowas? Aber bitte, lassen Sie mich das doch gerade zu Ende führen. Also der Versuchsleiter suggerierte dem Lehrer, dem sogenannten, es ginge bei dem Experiment um die Lernfähigkeit eines Menschen, der weiß, dass ihm körperliche Schmerzen drohen, wenn er einen Fehler macht. Schüler und Lehrer saßen in voneinander abgeschirmten Räumen. Traffer. Ja, der Schüler sollte Wort- und Silbenpaare wiederholen, die ihm nur ganz kurz gezeigt worden waren. Machte er dabei einen Fehler, so drückte der Lehrer auf eine Taste und löste damit einen Stromstoß aus, der dem Schüler Schmerz bereitete. 30 Tasten von 15 bis 450 Volt standen dem Lehrer zur Verfügung. Bei jedem Fehler wurde die Voltzahl erhöht. Der Schüler stöhnte, schrie und... Was glaubt ihr? Wie hoch war wohl der Prozentsatz derer, die sich weigerten, einen anderen Menschen regelrecht zu foltern, bloß weil eine wissenschaftliche Autorität sie dazu aufforderte? Wie viele haben den Gehorsam verweigert? Bitte, bitte, euer Tipp. Ja, jetzt spucken Sie schon aus, Mann, Traffer. Also, wenn du meinst, ich wüsste nicht, worauf du wieder hinaus willst, Lothar. Kannst du ihn denn nicht endlich in Frieden lassen? Oh, naja, Entschuldigung. Warum? Sprich es doch aus. Es wird Herrn Buchmann kaum überraschen, dass es auch in unserer Familie einen dunklen Fleck gibt. Dunkler Fleck? Du sprichst von meinem Vater. Also gut, nicht dunkler Fleck, sagen wir Streitpunkt. Mein Schwiegervater hat nämlich ein Geschichtsbuch herausgegeben für die Klassen 6. bis 4. und zwar im Jahre 1942. Unser Vater hat keinem Menschen je ein Haar gekonnt. Und jetzt hör bitte auf. Hab ich damit angefangen? Du hast gesagt, du wüsstest, worauf ich hinaus will. Ja, und das ist es. Meine Überzeugung, dass der überwiegende Teil der Menschheit verführbar ist. Zu jedwedem Handeln und Denken verführbar. Aber da waren sie beide immer sehr gekränkt, meine Schwägerin und meine Frau, wenn ich ihrem Vater vorgeworfen habe, dass er auch nur ein Manipulierter war und keinen Deut besser als andere. Und? Na, wie ist dieses Experiment in New York ausgegangen? Na, das wolltest du uns doch sagen. Ja, über die Hälfte. Fast zwei Drittel der von Milgram damals in den 60er Jahren eingesetzten sogenannten Lehrer haben ihren vermeintlichen Schülern Stromstöße bis zur äußersten schmerzhaften Grenze verabreicht. Nur weil ihnen jemand eingeredet hatte, sie dienten damit einer nützlichen wissenschaftlichen Untersuchung. Wobei sie eben nicht wussten, dass sie selbst die Versuchspersonen waren und nicht die sogenannten Schüler, die natürlich gar nicht an den Stromkreis angeschlossen waren. Also wenn Sie mich fragen, das Oberschwein bei diesem Experiment war der, der sich diese perfide Versuchsanordnung hat einfallen lassen. Und sich wahrscheinlich dann noch damit gebrüstet hat, dass er jetzt beweisen konnte, dass zwei Drittel aller Menschen bereit sind, andere zu foltern. Das ist eine tolle Leistung. Oh nein, 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 nein. Das wäre eine viel zu pauschale Interpretation gewesen. Zum Beispiel für die Bundesrepublik Deutschland hätte sie nicht zugetroffen. Dort hat nämlich im Jahre
1970 ein Forscher namens Mantell das Milgram-Experiment wiederholt. In einem vom Max-Planck-Institut in München veranstalteten Versuch hat er 120 angestellte Arbeiter und Beamte in der Rolle der sogenannten Lehrer getestet. Sie können es sich ersparen, Traffer. Bei uns im Zimmer 218 ist die Mörderquote ja schon bei 75%. Und langsam glaube ich auch nicht mehr an den vierten Mann. In München waren es damals 85 von 100, die die Tasten drückten, wie befohlen. Aber das genügt dir ja nicht. Dir nicht. Du musstest ja noch eins draufsetzen. Du, der du ja die Menschen so gut kennst. Du musstest noch eins draufsetzen mit dieser schauerlichen Idee für eine Live-Sendung. Also jetzt hören Sie mal, Traffer. Sie können auch unmöglich geglaubt haben, dass ich diesem Projekt zustimmen würde. Ich oder sonst jemand im Sender. Also, was um alles in der Welt haben Sie mit diesem Abend heute wirklich bezweckt? Ihr begreift nicht. Ihr begreift immer noch nicht. Was wollte ich? Was? Die Puppen tanzen lassen. Die Folterknechtpuppen. Die Mörderpuppen. Bis es allen die Schamröte ins Gesicht treibt. Erschrecken sollen sie, sich entsetzen, vor sich selbst. Diese Sendung muss realisiert werden, Buchmann. Es muss diese Sendung geben. Und falls Sie unbedingt eine Rechtfertigung brauchen, bitte, bitte, der Versuch des Max-Planck-Instituts vom Oktober 1970 ist damals übertragen worden, live, von einer bundesdeutschen Fernsehanstalt. Jawohl, ja, ja. Das kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber es war ja immerhin eine Versuchsanordnung, die mit der Ihren nicht zu vergleichen ist. Und es auch widerwärtig genug ist, wenn autoritätsgläubige Dummköpfe sich aus falsch verstandenem Gehorsam dazu verleiten lassen, anderen Menschen Schmerz zuzufügen. Aber hier, aber heute, Ihre Versuchspersonen werden dazu verleitet, jemanden sterben zu lassen. Schicken Sie zur Rabatine? Aber diese doch nicht! Könnt ihr denn immer noch nicht begreifen, dass ihr seid es. Ihr seid es doch, die... Runter, das Telefon. Ja? Ich habe eben jemanden ins Haus gehen sehen. Ja? Stand gerade am Fenster. Ja? Ich wollte nur Bescheid geben, falls es unser letzter Mann ist. Ja. Denn es ist ja eigentlich noch viel zu früh. Danke, danke. Wir passen auf. Ich glaube, dann habe ich aber auch genug. Ja. Wenn es noch länger dauern würde, bräuchte ich wirklich Ihre Herztropfen aus dem Fläschchen in meiner Manteltasche. Wenn es denn welche wären. Aber die Tröpfchen da drin eignen sich nicht mal zum Zähneputzen. Ich muss auflegen, da kommt jemand. Ja, 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 gut. Unser vierter Mann. Herein. Guten Abend. Ich bin angerufen worden. Sind Sie im Bilde? Ist schon gut. Sie sind richtig hier. Wenn auch reichlich früh. Wer sind Sie? Woher haben Sie Ihre Kenntnisse? Ich habe nicht nur Kenntnisse, ich habe auch Beweise. Die Frau am Telefon hat davon gesprochen. Aber ich glaube es nicht. Ich weiß. Sie hatten mit diesem Dieter, wie Sie glaubten, nur eine mündliche Absprache, aber es gibt auch schriftliche Beweise. Die möchte ich sehen. Die Papiere befinden sich in einem Schließfach im Westbahnhof. Ich übergebe Ihnen hier den Schlüssel. Und wie wollen Sie mit mir ins Geschäft kommen? Im Schließfach finden Sie genaue Anweisungen über meine Forderung. Wenn die allerdings nicht befolgt werden, nun, ich habe den Inhalt der Papiere natürlich auch im Kopf und... Moment mal. Ich muss mich mal setzen. Was ist los? Ist Ihnen nicht gut? Der Schlüssel. Auf dem Tisch, ich bitte. Brauchen Sie einen Arzt? Oh, meine Medizin, ich... Sie ist in der Manteltasche, bitte. Schnell. Ja, ja, ja. Schnell. Ja, ganz ruhig. Moment. Schnell. Moment. Das Fläschchen hier? Ja, bitte. In Wasser. Ja. Ein Glas Wasser. Ja, mach ich. Wie viele Tropfen? Alles, bitte. Alles? Alles, ja. Na, Sie müssen es ja wissen. So. So, dann trinken Sie erst mal. Und das ist der Schlüssel. Ja, dann trinken Sie nur. Ja, bei Ihnen bleiben kann ich nicht. Das werden Sie ja wohl kaum erwarten. Nun trinken Sie schon. Ja, danke. Ah, sehen Sie. Hoffentlich hilft's. Ja, tut mir leid, aber ich... Also bleiben das nun nicht.
war das? Lothar? Was war das? Mein Gott, ich weiß es nicht. Das stimmt doch was nicht. Rufen Sie Rabatino an. Anrufen? Aber, ja. Aber wir haben doch deutlich die Tür zufallen hören. Einer von beiden ist raus. Rabatino oder der andere? Oh nein, dieser Schrei. Nein, rufen Sie verdammt schon mal an, Treffer. Ja, natürlich. Meldet sich nicht. Mein Gott. Kommen Sie. Nun kommen Sie schon, wir müssen da runter. Ja, natürlich. Dieser Letzte hat ihn wirklich umgebracht. Er ist doch nicht. Haben Sie noch nie einen Toten gesehen? Der hat ihn wirklich umgebracht. Nein, also bitte. Jetzt lasst uns mal ganz logisch denken. Wir haben die ganze Szene mitgehört. Dieser Mann hat ihn doch nicht gewürgt oder sowas. Der hat ihm nur diese blöde, absolut unwirksame Medizin eingeflößt. Es gibt nur eine Erklärung. Rabatino hatte einen richtigen Herzanfall. Er ist ganz einfach an einem echten Herzanfall gestorben. Ganz einfach, ach nein, ganz einfach. Ja, Sie muten ihm diese Wahnsinnsrolle zu und wenn er dabei drauf geht, dann sagen Sie ganz ist einfach. Das ist das Telefon, Leonie. Einen Arzt braucht er nicht. Und ehe wir sonst jemanden, also bitte, wir wollen jetzt ganz ruhig bleiben, ganz überlegt vorgehen. Oh nein. Denken Sie ja nicht, dass ich da mitmache. Und dass wir ja einfach vom Schauplatz verschwinden und die Polizei darf dann rätseln, was hier vorgefallen sein könnte. Sie haben das alles arrangiert. Aber dieser Tote ist Ihr Toter, Treffer. Woran auch immer er gekommen soll. Das habe ich doch nicht gewollt, das doch nicht. Was, nein? Hast du nicht Mörder machen wollen? Ja. Jetzt hast du einen. Dich. Oh Gott, dieser grauenhafte Schrei. Ich rufe die Polizei an. Ja, und zwar gleich, bitte, ja. Frau. Und? Was wollt ihr der Polizei sagen? Naja. Ihr Mordgehilfen, ihr... Sind Sie verrückt? Was? Wer ist Ihr Mordgehilfe? Meine Versuchsperson, Herr Buchmann. Aber nicht diese vier Männer, die da in die Falle gelaufen sind, die wir Ihnen gestellt haben, im Zimmer 218, wo Sie einen Mitwisser vermuten. Ihr seid es. Ihr, auf die ich mit den Fingern zeigen wollte. Oh. Du, Leonie... Warst du nicht sofort bereit mitzuspielen, als ich dich bei deinem Ehrgeiz packte? Was? Weil ich sagte, ich bräuchte eine versierte Sprecherin für meinen Probelauf. Oh. Warst du nicht ohne zu zögern bereit, diese vier Leute anzurufen und sie auf einen Schauplatz zu locken, an dem sie dazu verleitet werden, einen Menschen hilflos sterben zu lassen? Und Sie, Herr Buchmann? Oh Gott. Skeptischer Redakteur, ganz cool, aber haben Sie das Unternehmen abgebrochen? Ja, wieso? Sind Sie empört gegangen? Oh nein. Sie waren voller Einwände, aber die Neugierde, der Kitzel, dass da nicht vielleicht doch etwas Aufregendes passiert. Und er hier, der Rabatino, der sich dafür bezahlen ließ, dass er... Nun hören Sie auf! Lassen Sie wenigstens diesen Toten. Oh Gott. Ach Gott, Trafa, Sie hatten das alles hier nur inszeniert, um uns... Frau Anderson und Rabatino und mich an ihren privaten Pranger stellen zu können. Ja. Dieser Probelauf für eine Live-Sendung, das war doch nur ein Vorwand. Nein, aber nein doch. Natürlich wollte ich diese Sendung mit Studiogästen, die genau wie Sie, Herr Buchmann, da geblieben wären. Keiner wäre aufgestanden und hätte Einhalt geboten. Die Lockvögel an den Telefonen nicht, das Opfer irgendwo in irgendeinem Hotelzimmer nicht und die Hörer, Tausende, wie viele hätten wohl beim Sender angerufen und protestiert? Hört auf! Brecht dieses widerwärtige Spiel ab! Keiner! Keiner hätte es getan.
Das war's, was ich wollte. Einmal beweisen wollte, dass ihr es zulasst, euch zu Helfershelfern machen lasst. Überall in der Welt. Na schön, na schön, na schön. Was Ihnen Genugtuung bereitet, das eine haben Sie erreicht. Ich werde mich lange nicht mehr rasieren können, damit ich das Schwein, das da aus dem Spiegel guckt, nicht mehr sehen muss. Nur war die Liste deiner Schuldigen nicht vollständig, Lothar. Wie steht es mit dir? Dir, der du uns benutzt hast, als wären wir Ratten in deinem Labor. Leonie. Ja. Genauso, wie ich für dich ja nie etwas anderes war als ein Testobjekt für deine Hypothese vom manipulierbaren Menschen. Nein. Ja, du schaffst es, Leonie. Du hast doch Kondition, Leonie. Alt werden ist doch nur eine Sache des nachlassenden Willens. Du mit deiner preußischen Erziehung, Leonie, die man nur in die richtigen Bahnen lenken muss. Nicht wahr? Deine Worte. Ja, aber... Und jetzt? Wie macht sich dieser Tote hier in deiner Beweiskette? Nein, aufwachen sollten Sie. Das war es doch, was ich wollte. Endlich einmal aufwachen. Die Gehorsamen, die Neugierigen, die Bequemen. Das alles können Sie gleich der Polizei erzählen. Es wird ja jetzt wirklich Zeit, dass... Mann, was machen Sie denn da? Können Sie immer noch nicht glauben, dass er tot ist? Er ist tot. Kommen Sie doch nicht. Riechen Sie nicht etwas? Riechen? Wieso? Ich... Ja, stimmt. Irgendwie riecht das... Ja, nach... Bittermantel, nicht wahr? Und dieser Schrei, dieser kurze Aufschrei. Ja. Wenn sich jemand mit Zyankali umbringt, dann soll es so sein. So ein Aufschrei und aus. Ja. Und dieser Bittermantelgeruch. Ja, Sie meinen, Rabatino hat sich umgebracht. Nein, natürlich nicht. Er, dieser letzte Besucher, der war es. Und den kennen wir doch. Sie, Taffer, Sie hatten den Hörer in der Hand, haben seine Nummer gewählt und seinen Namen gehört, ehe Sie das Gespräch an Frau Anderson weitergegeben haben. Damit kennen wir den Namen des Mörders. Ja. Er hat eben so getan, als gäbe er Rabatino die Medizin aus dessen Manteltasche. Aber nein, das ist unmöglich. Wieso? Man kann doch gar nicht gewusst haben, dass der vermeintliche Erpresser im Zimmer 218 einen Schwächeanfall bekommen wird und um seine Medizin bittet. Wie sonst? Aber hätte er ihm denn das Gift einflößen wollen, wenn er es mitgebracht hätte? Nein. So kann das nicht gewesen sein. Also das glaube ich auch nicht. Nein. Wir haben doch alles mitgehört. Dieser Mann hat Rabatino wirklich helfen wollen. Er war der Einzige, der helfen wollte. Also, dieses Fläschchen hier ist eindeutig leer. War es das, was Rabatino in der Manteltasche hatte? Ja, das habe ich ihm ja selbst gegeben. Ja, und wenn Rabatino herzkrank gewesen wäre, hätte das Zeug, was da drin war, ihn dann so umwerfen können? Unmöglich, ein ganz simples Aufbaumittel, mehr ein Placebo. Der Glaube macht's. Was ist das eigentlich, Lothar? Ganz einfach, Leonie. Deine Elan 3. Für das du immer so überzeugend in die Kamera lächelst. 3 Esslöffel Elan 3 am Tag, sehen Sie mich an, ich bin 70 und fühle mich wie 17. Ja, das. Du bist in eine Apotheke gegangen und hast Elan 3 verlangt? Was? Damit man mich für einen Schwachsinnigen hält, der sich von der Werbung manipulieren lässt? Nein. Das hätte ich wirklich nicht fertiggebracht. Ich habe mir erlaubt, mir das Fläschchen aus deinem Nachttisch auszuborgen. Aus meinem Nachttisch? Ja, nun sei bitte nicht empört. Nicht, dass ich sonst in deinem Zimmer rumkramen würde. Aber du hattest in einem schwachen Moment ja mal zugegeben, dass du das Zeug gelegentlich selbst nimmst. Das hier, Lothar? Das ist das Fläschchen aus meinem Nachttisch? Ja, nun mach doch deswegen keinen Aufstand. So wie wir keine anderen Sorgen hätten. In diesem Fläschchen war kein Elan 3, Lothar. Doch, Frau Andersson. Sehen Sie das Etikett? Es stimmt nicht, was darauf steht. Was willst du damit sagen, Leonid? Doch nicht. Wie heißt das? Sie hatten in Ihrem Nachttisch... Jawohl. Und niemand hat das Recht, irgendwas aus meinem Nachttisch zu entwenden. Zyankali? Frau Andersson? Leonie sagt, dass das nicht wahr ist. Sie wollten sich... Ja, aber warum eine Frau wie Sie? Ausgerechnet eine Frau wie Sie will sich... Eine Frau wie ich. Ja, eine Frau wie du. Oh mein Gott, wie oft habe ich das gehört in den letzten 3 Jahren. Nachdem meine Schwester gestorben war und Lothar drängte, ich solle zu ihm ziehen,
Das Haus sei doch nun zu groß für ihn. Und überhaupt wäre ich drauf und dran, eine wehleidige Alte zu werden, wenn ich noch länger allein lebte. Ja, aber das war doch... Eine Frau wie du, die braucht doch nur jemanden, der sie zur Raison ruft. Oh ja. Man muss einem Menschen ja nur sagen, was gut für ihn ist. Na bitte! Hat sie nicht funktioniert, deine Marionette? Und alle deine Bekannten, haben sie sie nicht bewundert? Deine Schwägerin, die Vorzeigesenorin? Bis ich es schon selbst geglaubt habe. Ja, aber warum denn? Denn warum? Leonie, du hattest wirklich vor, dich... Warum, Herr Buchmann? Ich bin ganz einfach älter geworden. Tag für Tag ein bisschen älter. Bis alles nur noch eine Lüge war. Ich schaff's nicht mehr. Ich bin müde. Ich will einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr so fabelhaft jung aussehen. Ein Dutzend Junge in die Tasche stecken mit meiner Aber Vitalität. Ich bitte dich, das ist doch kein Grund. Lothar, wie würdest du mich wohl deine Verachtung spüren lassen? Mit jeder Geste, jedem Blick. Deinen Ekel. Wenn ich eines Tages nur noch eine lästige Verpflichtung für dich wäre. Ein Pflegefall vielleicht sogar eines Tages. Weil du doch mein einziger Verwandter bist. Und deine Rechnung wäre nicht aufgegangen. Du, der du doch die Menschen auswendig kennst. Die Aufziehpuppen. Habt ihr nicht gesehen, wie sie zu Folterern werden? Zu Mördern? Also warum auch nicht? Bitte sehr, seht sie euch an, meine phänomenale Schwägerin, der die Jahre nichts anhaben können. Nein, Lothar, du würdest mich nicht in Frieden alt werden lassen. Du nicht. Aber tja, Kali, wo hast du dieses Zeug überhaupt her? Und er... Ja, der Einzige, der Rabatino helfen wollte heute Abend. Der einzige Unschuldige von uns allen. Ausgerechnet er musste ihm dieses Zeug geben. Warum hast du mir nicht gesagt, wie du dich fühlst, Leonie? Warum? Man kann doch über alles reden. Mit dir, Lothar? Wenn du vielleicht gemeint hast, du könntest oder wolltest mit mir nicht länger unter einem Dach leben, dann hätte es doch wohl auch noch eine andere Möglichkeit gegeben, dich von mir zu trennen. Natürlich, Lothar. Was macht dich eigentlich so sicher, dass das, was du in meinem Nachttisch gefunden hast, für mich bestimmt war? Überzeugend in die Kamera lächelst. 3 Esslöffel Elan, 3 am Tag sehen Sie mich an. Ich bin 70 und fühle mich wie 17. Ja, das. Du bist in eine Apotheke gegangen und hast Elan 3 verlangt? Was? Damit man mich für einen Schwachsinnigen hält, der sich von der Werbung manipulieren lässt? Nein, nein. Das hätte ich wirklich nicht fertiggebracht. Ich habe mir erlaubt, mir das Fläschchen aus deinem Nachttisch auszuborgen. Aus meinem Nachttisch? Nein, nun sei bitte nicht empört. Nicht, dass ich sonst in deinem Zimmer rumkramen würde. Aber du hattest in einem schwachen Moment ja mal zugegeben, dass du das Zeug gelegentlich selbst nimmst. Das hier, Lothar? Das ist das Fläschchen aus meinem Nachttisch? Ja, nun mach doch deswegen keinen Aufstand. Also, als ob wir keine anderen Sorgen hätten. In diesem Fläschchen war kein Elan 3, Lothar. Doch, Frau Andersen. Sehen Sie das Etikett? Es stimmt nicht, was darauf steht. Was willst du damit sagen, Leonid? Doch nicht. Wie heißt das? Sie hatten in ihrem Nachttisch... Jawohl. Und niemand hat das Recht, irgendwas aus meinem Nachttisch zu entwenden. Zyankali? Frau Andersen? Leonid sagt, dass das nicht wahr ist. Sie wollten sich... Ja, aber warum eine Frau wie Sie... Ausgerechnet eine Frau wie Sie will sie... Eine Frau wie ich. Ja, eine Frau wie du. Oh mein Gott, wie oft habe ich das gehört in den letzten 3 Jahren.
Nachdem meine Schwester gestorben war und Lothar drängte, ich solle zu ihm ziehen. Das Haus sei doch nun zu groß für ihn. Und überhaupt wäre ich drauf und dran, eine wehleidige Alte zu werden, wenn ich noch länger allein lebte. Ja, aber das war doch... Eine Frau wie du. Die braucht doch nur jemanden, der sie zur Raison ruft. Oh ja. Man muss einem Menschen ja nur sagen, was gut für ihn ist. Na bitte! Hat sie nicht funktioniert? Deine Marionette. Und alle deine Bekannten, haben sie sie nicht bewundert? Deine Schwägerin, die Vorzeigesenorin? Bis ich es schon selbst geglaubt habe. Ja, aber warum denn dann? Warum, Leonie, du hattest wirklich vor, dich... Warum, Herr Buchmann? Ich bin ganz einfach älter geworden. Tag für Tag ein bisschen älter. Bis alles nur noch eine Lüge war. Ich schaff's nicht mehr. Ich bin müde. Ich will einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr so fabelhaft jung aussehen. Ein Dutzend Junge in die Tasche stecken mit meiner Aber Vitalität. Ich bitte dich, das ist doch kein Grund. Lothar, wie würdest du mich wohl... Deine Verachtung. Ich rufe die Polizei an. Ja, und zwar gleich, bitte. Ja. Frau. Und? Was wollt ihr der Polizei sagen? Naja. Ihr Mordgehilfen, ihr... Sind Sie verrückt? Was? Wer ist hier Mordgehilfe? Meine Versuchsperson, Herr Buchmann. Aber nicht diese vier Männer, die da in die Falle gelaufen sind, die wir Ihnen gestellt haben, im Zimmer 218, wo Sie einen Mitwisser vermuten. Ihr seid es. Ihr, auf die ich mit den Fingern zeigen wollte. Du, Leonie, warst du nicht sofort bereit mitzuspielen, als ich dich bei deinem Ehrgeiz packte? Was? Weil ich sagte, ich bräuchte eine versierte Sprecherin für meinen Probelauf. Warst du nicht ohne zu zögern bereit, diese vier Leute anzurufen und sie auf einen Schauplatz zu locken, an dem sie dazu verleitet werden, einen Menschen hilflos sterben zu lassen? Und Sie, Herr Buchmann? Oh Gott. Skeptischer Redakteur, ganz cool, aber... Haben Sie das Unternehmen abgebrochen? Ja, wieso? Sind Sie empört gegangen? Oh nein, nein, nein. Sie waren voller Einwände, aber die Neugierde, der Kitzel, dass da nicht vielleicht doch etwas Aufregendes passiert. Und er hier, der Rabatino, der sich dafür bezahlen ließ, dass er... Nun hören Sie auf! Lassen Sie wenigstens diesen Toten. Ach Gott, Traffer, Sie haben das alles hier nur inszeniert, um uns... Frau Anderson und Rabatino und mich an ihren privaten Pranger stellen zu können. Ja. Dieser Probelauf für eine Live-Sendung, das war doch nur nein, ein Vorwand. Nein, nein, aber nein doch. Natürlich wollte ich diese Sendung mit Studiogästen, die genau wie Sie, Herr Buchmann, da geblieben wären. Keiner wäre aufgestanden und hätte Einhalt geboten. Die Lockvögel an den Telefonen nicht, das Opfer irgendwo in irgendeinem Hotelzimmer nicht und die Hörer, Tausende, wie viele hätten wohl beim Sender angerufen und protestiert? Hört auf! Brecht dieses widerwärtige Spiel ab! Keiner hätte es getan. Das war's, was ich wollte. Einmal beweisen wollte, dass ihr es zulasst, euch zu Helfershelfern machen lasst. Überall in der Welt! Na schön, na schön, na schön. Was Ihnen Genugtuung bereitet, das eine haben Sie erreicht. Ich werde mich lange nicht mehr rasieren können, damit ich das Schwein, das da aus dem Spiegel guckt, nicht mehr sehen muss. Nur... War die Liste deiner Schuldigen nicht vollständig, Lothar? Wie steht es mit dir? Dir, der du uns benutzt hast, als wären wir Ratten in deinem Labor. Leonie. Oh ja. Genauso, wie ich für dich ja nie etwas anderes war als ein Testobjekt für deine Hypothese vom manipulierbaren Menschen. Nein, nein. Ja, du schaffst es, Leonie. Du hast doch Kondition, Leonie. Alt werden ist doch nur eine Sache des nachlassenden Willens. Du mit deiner preußischen Erziehung, Leonie, die man nur... Haben Sie sich mir gezeigt, ohne Maske, ohne Schminke. Menschen. Ja, also, weiter. Wo waren wir... Den Beweis erbringen, dass ein großer Prozentsatz aller Menschen fähig und bereit ist, unter bestimmten Voraussetzungen einem oder mehreren Mitmenschen Gewalt anzutun. Normal.
Für die geplante Live-Sendung ist folgendes Arrangement vorgesehen. Im Studio befinden sich Studiogäste, etwa 20. Ihre Anwesenheit ist unerlässlich als Garantie für den Hörer zu Hause, dass während der Live-Sendung nichts verfälscht oder abgesprochen werden kann. Ferner ist anwesend ein Moderator oder Koordinator, also meiner, also Lothar Traffers Rolle am heutigen Abend. Die Rolle der passiven Beobachter, eben der Studiogäste, hat sozusagen Herr Buchmann. Frau Andersson hat heute die Rolle der Person übernommen, die den Kontakt, den telefonischen Kontakt mit den potenziellen Tätern herstellt. Lieber Himmel, jetzt hätten wir ja fast unseren vierten Mann vergessen. Bitte, Leonie, welche Nummer hattest du angekreuzt? Oh, lass doch jetzt diesen vierten, Lothar. Genügt es denn nicht, dass wir drei Menschen heute Abend in eine so schreckliche Situation gebracht haben? Jetzt hör mal. Du tust gerade, als wären das alles Unschuldslämmer, die du mit deinem Anruf in Marsch gesetzt hast. Und außerdem, was stößt ihnen denn so Schreckliches zu? Wenn sie die Schließfächer öffnen, für die ihnen Rabatino die Schlüssel gegeben hat, und das tun sie bestimmt alle, noch heute vor Mitternacht, dann finden sie ja die Mitteilung, dass niemand sie hat erpressen wollen. Dass es auch keinen Toten gibt, den sie auf dem Gewissen haben. Wenn sie denn eins hätten. Sondern dass das Ganze nur eine Art Test gewesen sei. Von einem Mr. Unbekannt inszeniert. Na und? Nichts als ein paar Stunden Angst und Knieschlottern. Haben Sie das einfach nicht verdient? Also wenn ich etwas zum Kotzen finde, dann sind das Moralisten wie Sie. Aber trotzdem, Frau Andersen, doch. Rufen Sie die vierte Nummer noch an. Ja, unbedingt sogar. Wir wollen doch mal sehen, wie sich der dritte Besucher verhält, der ja bald erscheinen wird, und dann auch der vierte. Denn die werden das Selbstverständliche tun. Die werden Rabatino die Medizin geben. Herr Gott, das ist doch einfach unmöglich, dass Trafferrecht behält, was? Ach, ich kann einfach nicht mehr. Leonie, was heißt, du kannst nicht mehr? Ach. Denk doch an den Leitspruch deines Vaters. Wer A sagt, muss auch B sagen. Oder Sie müssen wissen... Mein Schwiegervater selig, seines Zeichens Oberstudienrat, der sein Leben lang darunter gelitten hat, dass seine Frau... Wie alt ist er eigentlich? Er ist so Mitte 40. Ich weiß, er sieht älter aus. Ich denke, es hat ihm schon sehr zugesetzt, dass er damals abtreten musste. Ein Jongleur und Gicht in den Händen. Ist ja auch absurd. Hat er Familie? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gefragt. Aber irgendjemanden muss es da wohl geben. Er sagte was von einem größeren Geschenk, das er jetzt kaufen könne, von dem Honorar für heute Abend. Ja, er war richtig glücklich, als ich ihm angeboten habe, unser Opfer zu spielen. Hast du dir eigentlich überlegt, Lothar, in welche Verlegenheit du Rabatino bringen könntest? Unser glückliches Opfer. Hast du dir nicht daran gedacht, dass einer der Männer, die ich anrufen musste, nicht selbst ins Zimmer 218 kommt, sondern die Polizei schickt? Ja, und was dann? Keine Sorge, Frau Andersen. So absolut indiskutabel, wie die Idee für diese Sendung auch sein mag. Aber das Drehbuch ist perfekt. Das wenigstens muss man Ihrem Schwager zugestehen. Polizei, nee. Da würden die Herren, die Sie angerufen haben, ja Gefahr laufen, dass die Polizei zusammen mit dem Erpresser sich auch das ganze belastende Material schnappt. Also, mit der Polizei kriegen wir es heute Abend sicher nicht zu tun. Achtung. Ja? Da tut sich was. Sind Sie der Mann, der uns hat anrufen lassen? Was heißt uns? Ein Mann wurde angerufen von einer Frau. Die war am Telefon. Ah ja. Dann sind Sie hier richtig. Und, Ihr Mann? Er konnte nicht kommen. Er hat nicht die Nerven für sowas. Aber Sie, wie ich sehe. Einer muss es ja wohl tun. Also? Wo sind die Unterlagen? Und was verlangen Sie dafür? Die Unterlagen habe ich nicht hier, wie Sie wohl verstehen werden. Sie befinden sich in einem Schließfach im Westbahnhof. Und dort finden Sie dann auch die Anweisung wegen meiner Forderung. Was verlangen Sie? Sagen Sie es schon. Sie finden alles im Schließfach. Aber natürlich, wenn Sie meine Forderungen nicht erfüllen würden. Sie können sich ja denken, dass ich alles, was die Verabredung Ihres Mannes mit jenem Dieter betrifft, auch im Kopf habe.
Ich übergebe Ihnen also jetzt den Schlüssel hier. Den Schlüssel. Schließfach. Was ist los? Ist Ihnen nicht gut? Der Schlüssel. Ist er das hier auf dem Tisch? Bitte, ist er das? Bitte geben Sie mir meine Medizin. In meiner Manteltasche, schnell. Bitte mal. Ausgewiesene Versuchsleiter. Der suggerierte dem sogenannten Lehrer... Bitte, was soll denn das jetzt? Mein Gott, können wir jetzt nicht mal ein Bier kommen lassen oder sowas? Bitte, lassen Sie mich das doch gerade zu Ende führen. Also, der Versuchsleiter suggerierte dem Lehrer, dem sogenannten, es ginge bei dem Experiment um die Lernfähigkeit eines Menschen, der weiß, dass ihm körperliche Schmerzen drohen, wenn er einen Fehler macht. Schüler und Lehrer saßen in voneinander abgeschirmten Räumen. Traffer. Ja, der Schüler sollte Wort- und Silbenpaare wiederholen, die ihm nur ganz kurz gezeigt worden waren. Machte er dabei einen Fehler, so drückte der Lehrer auf eine Taste und löste damit einen Stromstoß aus, der dem Schüler Schmerz bereitete. 30 Tasten von 15 bis 450 Volt standen dem Lehrer zur Verfügung. Bei jedem Fehler wurde die Voltzahl erhöht. Der Schüler stöhnte, schrie und... Was glaubt ihr? Wie hoch war wohl der Prozentsatz derer, die sich weigerten, einen anderen Menschen regelrecht zu foltern, bloß weil eine wissenschaftliche Autorität sie dazu aufforderte? Wie viele haben den Gehorsam verweigert? Bitte, bitte, euer Tipp. Ja, jetzt spucken Sie schon aus, Mann, Treffer. Also, wenn du meinst, ich wüsste nicht, worauf du wieder hinaus willst, Lothar. Kannst du ihn denn nicht endlich in Frieden lassen? Oh, naja, Entschuldigung. Warum? Sprich es doch aus. Es wird Herrn Buchmann kaum überraschen, dass es auch in unserer Familie einen dunklen Fleck gibt. Dunkler Fleck? Du sprichst von meinem Vater. Also gut, nicht dunkler Fleck, sagen wir Streitpunkt. Mein Schwiegervater hat nämlich ein Geschichtsbuch herausgegeben für die Klassen 6. bis 4. und zwar im Jahre 1942. Unser Vater hat keinem Menschen je ein Haar gekonnt. Und jetzt hör bitte auf. Hab ich damit angefangen? Du hast gesagt, du wüsstest, worauf ich hinaus will. Ja, und das ist es. Meine Überzeugung, dass der überwiegende Teil der Menschheit verführbar ist. Zu jedwedem Handeln und Denken verführbar. Aber da waren sie beide immer sehr gekränkt, meine Schwägerin und meine Frau, wenn ich ihrem Vater vorgeworfen habe, dass er auch nur ein Manipulierter war und keinen Deut besser als andere. Und? Na, wie ist dieses Experiment in New York ausgegangen? Na, das wolltest du uns doch sagen. Ja, über die Hälfte. Fast 2/3 der von Milgram damals in den 60er Jahren eingesetzten sogenannten Lehrer haben ihren vermeintlichen Schülern Stromstöße bis zur äußersten schmerzhaften Grenze verabreicht. Nur weil ihnen jemand eingeredet hatte, sie dienten damit einer nützlichen wissenschaftlichen Untersuchung. Wobei sie eben nicht wussten, dass sie selbst... Schwägerin, endlich eröffnet haben, was da heute ablaufen soll. Da habe ich Ihnen ja wohl sofort und unmissverständlich erklärt, no, mit mir nicht. Und auch das habe ich Ihnen gesagt. Sie werden nie und niemals und in keinem anderen Sender einen Redakteur finden, der so bescheuert wäre, Ihr Projekt auch nur von fern ins Auge zu fassen. Vielleicht hätte er seine Idee dem Fernsehen anbieten sollen. Aber im Hörfunk... Also bitte, Frau Andersson, keine Beleidigung meiner Kollegen, die den Bildschirm bedienen. Ein halbes Dutzend Ketchup-Leichen pro Abend, naja, gut. Aber kaltblütige Gemeinheit live, wie sie ihr Schwager da vorführen will. Aber ja, gut, gut, gut. Diese Sache mit dem Protokoll ist akzeptiert, Herr Treffer. Denn Sie bringen es ja noch fertig, morgen ganzen Sender rumzujammern, dass der Buchmann ein arroganter Hinterfurz ist, der den armen Treffer bloß nicht zum Zuge kommen lassen will. Für diesen Fall hätte ich lieben gern schwarz auf weiß, was sich da heute Abend abspielt. Okay, okay. Haben wir Papier und Bleistift? Wenn Sie einverstanden sind, ich habe ein Diktaphon mitgebracht. Na, hier. Wer sagt's denn? Perfekt wie immer, der gute Treffer, ja. Also, dann lesen Sie mal los. Ja, aber ich werde dabei ja wohl nicht gebraucht. Ich muss einfach mal... Bitte, bitte, bleib, Leonie. Du gehörst heute Abend schließlich zum Team. Jetzt lass mich, Lothar. Ich hatte ohnehin einen schweren Tag heute. Oh, komm, ein Profi wie du.
Vielleicht ein paar Löffelchen Elan 3. Wie heißt nochmal das Sprüchlein, mit dem du allabendlich die Tatterkreise der Nation aufmunterst? Sehen Sie mich an. Ich bin 70. Aber nach 3 Löffelchen Elan 3 pro Tag fühle ich mich wie 70. Ja, 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 ja. Also wenn Sie es irgend schaffen, Frau Andersen, ich hätte Sie gern als Zeugin dabei, wenn dieses Protokoll diktiert wird. Also gut. Na, siehst du. Also, Protokoll über den Verlauf einer Probe für eine von Lothar Traffer vorgeschlagene Live-Sendung für das Hörfunkprogramm. Arbeitstitel, hat einer einen Vorschlag? Wie wär's mit Lothar Traffers gesammelte Morde? Naja, so gut, meinetwegen. Wie heißt nochmal unser Blümchen-Tapeten-Hotel hier? Es tut mir leid, dass es nicht das Ritz ist. Aber schließlich musste ich den heutigen Abend aus der eigenen Tasche finanzieren. Also, Hotel Casablanca, recht so. Ja. Gut. Arbeitstitel Hotel Casablanca. Das an diesem Probelauf beteiligte Team befindet sich in 2 Zimmern des gleichnamigen Hotels. 3 Personen befinden sich im Zimmer 318. Eine Person einstockt. Ich spreche die besagten Unterlagen morgen den dafür zuständigen Behörden zukommen lassen. Ende. Warten Sie. Ich wie war die Zimmernummer? 218. Also steckt der auch mit drin. Oh. Sie haben doch nicht im Ernst geglaubt, ich würde so eine Sache angehen, ohne ganz genau recherchiert zu haben. Ich hatte es Ihnen ja gleich gesagt. Alle 9 Telefonnummern, die ich Leonie zur Auswahl vorgelegt habe, damit sie nach freier Wahl 4 davon ankreuzt, alle 9 wären ein Treffer gewesen. Also, das ist unvorstellbar. Übrigens dürfen wir nicht vergessen, im Protokoll zu erwähnen, dass eben nur ich die Namen derer kenne, zu denen die Telefonnummern gehören und deswegen erstmal selbst die Verbindung hergestellt habe. Und dass die Vermittlung während einer Live-Sendung natürlich genau so gehandhabt werden müsste. Wie bist du an diese Namen gekommen? Das hatte ich dich vorhin schon fragen wollen. Ja, und um welches Bauprojekt es ja ganz offenbar hier in der Stadt es sich handelt. Das wüsste ich gern. Ja, da ist doch was oberfaul, das muss doch aufgedeckt werden. Und es muss sich um ganz hübsche Sümmchen handeln. Wegen 3 Mark würden diese Herren sich doch wohl kaum für erpressbar halten. Es könnte sein, dass die Summen in diesem Einzelfall so gewaltig gar nicht sind. Aber wenn das Finanzamt erstmal hellhörig wird, würde man sich dort vielleicht auch für andere Projekte interessieren, an denen diese Firmen beteiligt waren. Aber wie auch immer, diese Art eines schuldhaften Verhaltens interessiert mich nicht. Ich habe lediglich nach Personen gesucht, die sich für mein Experiment eignen. Namen werden sie von mir nicht erfahren. Aber du hast diese ominösen Unterlagen. Keine Spur. Ich könnte überhaupt nichts beweisen. Auch wenn ich es wollte. Ich habe einfach kombiniert. Das ist wirklich Routine, Leonie. Ja, ja. 25 Jahre täglicher Umgang mit Fakten, Namen, Zahlen. Lieber Himmel, da lernst du sobald aus scheinbar nicht zusammengehörenden Einzelinformationen ein Puzzle zusammenzusetzen. Aber bitte nützen wir die paar Minuten, bis der dritte Mann bei Rabatino auftaucht, doch noch für unser Protokoll. Sag mal, dieses Abhörgerät oder ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist doch noch angeschaltet. Sicher? Es könnte ja irgendwas Unvorhergesehenes eintreten im Zimmer 218. Ja, das weiß ich. Ja, aber Rabatino kann uns nicht hören, falls du das meinst. Ich dachte nur, es ist zu still bei ihm. Man hört überhaupt nichts. Vielleicht macht er ein Schläfchen. Auch in der Situation. Zirkusleute haben Nerven wie Stahl draußen. Und Redakteure? Na, was soll das denn? nein, ich habe den Ton runtergeschaltet. Also, wie weit waren wir? War kein Elan 3, Lothar. Doch, Frau Andersen. Sehen Sie das Etikett? Es stimmt nicht, was darauf steht. Was willst du damit sagen, Leonid? Doch nicht. Wie heißt das? Sie hatten in Ihrem Nachttisch... Jawohl. Und niemand hat das Recht, irgendwas aus meinem Nachttisch zu entwenden. Zyankali? Frau Andersen? Leonid sagt jetzt, dass das...
Sie wollten sich... Ja, aber warum eine Frau wie Sie? Ausgerechnet eine Frau wie Sie will sich... Eine Frau wie ich? Ja. Eine Frau wie du. Oh mein Gott, wie oft habe ich das gehört in den letzten 3 Jahren. Nachdem meine Schwester gestorben war und Lothar drängte, ich solle zu ihm ziehen. Das Haus sei doch nun zu groß für ihn. Und überhaupt wäre ich drauf und dran, eine wehleidige Alte zu werden, wenn ich noch länger allein lebte. Ja, aber das war doch... Eine Frau wie du. Die braucht doch nur jemanden, der sie zur Raison ruft. Oh ja. Man muss einem Menschen ja nur sagen, was gut für ihn ist. Na bitte! Hat sie nicht funktioniert, deine Marionette? Und alle deine Bekannten, haben sie sie nicht bewundert? Deine Schwägerin, die Vorzeigesenorin? Bis ich es schon selbst geglaubt habe. Ja, aber warum denn dann? Warum, Leonie, du hattest wirklich vor, dich... Warum, Herr Buchmann? Ich bin ganz einfach älter geworden. Tag für Tag ein bisschen älter. Bis alles nur noch eine Lüge war. Ich schaff's nicht mehr. Ich bin müde. Ich will einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr so fabelhaft jung aussehen. Ein Dutzend Junge in die Tasche stecken mit meiner Aber Vitalität. Ich bitte dich, das ist doch kein Grund. Lothar, wie würdest du mich wohl deine Verachtung spüren lassen? Mit jeder Geste, jedem Blick. Deinen Ekel. Wenn ich eines Tages nur noch eine lästige Verpflichtung für dich wäre. Ein Pflegefall vielleicht sogar eines Tages. Weil du doch mein einziger Verwandter bist. Und deine Rechnung wäre nicht aufgegangen. Du, der du doch die Menschen auswendig kennst. Die Aufziehpuppen. Habt ihr nicht gesehen, wie sie zu Folterern werden? Zu Mördern? Also warum auch nicht? Bitte sehr, seht sie euch an, meine phänomenale Schwägerin, der die Jahre nichts anhaben können. Nein. Matteo. Mein Arzt. Er braucht einen Arzt. Schnell! Dieses Schwein, dieses Schweine hat ihn wirklich umgebracht. Dieser Letzte hat ihn wirklich umgebracht. Haben Sie noch nie einen Toten gesehen? Der hat ihn wirklich umgebracht. Nein, nein, also bitte. Jetzt lass uns mal ganz logisch denken. Wir haben die ganze Szene mitgehört. Dieser Mann hat ihn doch nicht gewürgt oder sowas. Der hat ihm nur diese blöde, absolut unwirksame Medizin eingeflößt. Es gibt nur eine Erklärung. Rabatino hatte einen richtigen Herzanfall. Er ist ganz einfach an einem echten Herzanfall gestorben. Ganz einfach, ach nein, ganz einfach. Ja, Sie muten ihm diese Wahnsinnsrolle zu und wenn er dabei drauf geht, dann sagen Sie ganz einfach. Lass das Telefon, Leonie. Einen Arzt braucht er nicht. Und ehe wir sonst jemanden, also bitte, wir wollen jetzt ganz ruhig bleiben, ganz überlegt vorgehen. Oh nein. Denken Sie ja nicht, dass ich da mitmache. Und dass wir ja einfach vom Schauplatz verschwinden und die Polizei darf dann rätseln, was hier vorgefallen sein könnte. Sie haben das alles arrangiert. Aber dieser Tote ist Ihr toter Treffer, woran auch immer er gekommen soll. Das habe ich doch nicht gewollt, das doch nicht. Also nein, hast du nicht Mörder machen wollen? Ja. Jetzt hast du einen. Dich. Gott, dieser grauenhafte Schrei. Ich rufe die Polizei an. Ja, und zwar gleich, bitte, ja. Frau. Und? Was wollt ihr der Polizei sagen? Naja. Ihr Mordgehilfen, ihr... Sind Sie verrückt? Was? Wer ist hier Mordgehilfe? Meine Versuchsperson, Herr Buchmann. Aber nicht diese 4 Männer, die da in die Falle gelaufen sind, die wir Ihnen gestellt haben, im Zimmer 218, wo Sie einen Mitwisser vermuten. Ihr seid es. Ihr, auf die ich mit den Fingern zeigen wollte. Oh. Du, Leonie... Warst du nicht sofort bereit mitzuspielen, als ich dich bei deinem Ehrgeiz packte? Was? Weil ich sagte, ich bräuchte eine versierte Sprecherin für meinen Probelauf. Oh. Warst du nicht ohne zu zögern bereit, diese 4 Leute anzurufen und sie auf einen Schauplatz zu locken, an dem sie dazu verleitet werden, einen Menschen hilflos sterben zu lassen? Und Sie, Herr Buchmann? Oh Gott. Skeptischer Redakteur? Ganz cool?
Aber haben Sie das Unternehmen abgebrochen? Ja, wieso? Sind Sie empört gegangen? Oh nein, nein, nein. Sie waren voller Einwände, aber die Neugierde, der Kitzel, dass da nicht vielleicht doch etwas Aufregendes passiert. Und er hier, der Rabatino, der sich dafür bezahlen ließ, dass er... Nun hören Sie auf! Lassen Sie wenigstens diesen Toten. Ach Gott, Traffer, Sie haben das alles hier nur inszeniert, um uns... Der Name. Derzeit Manegenarbeiter im Zirkus Orbit. Rabatino war ursprünglich Schauspieler, dann ein bekannter Jongleur. Krankheitsbedingte Berufsaufgabe. Alle vier an diesem heute stattfindenden Probelauf Beteiligten erfüllen die Funktionen der Personen, die dann bei der Live-Sendung einzusetzen wären. Das heißt... Stopp mal, ehe Sie das jetzt alles aufdröseln, formulieren Sie doch bitte erstmal Ihr Anliegen. Das, was Sie nun wirklich mit dieser Sendung beabsichtigt haben oder hätten, denn es wird ja eine solche Sendung nie geben. Aber bitte, diese Erklärung sind Sie uns nämlich noch schuldig, Frau Anderson und mir. Was soll das Ganze im Endeffekt? Klipp und klar. Soll er doch einfach sagen, Lothar Traffer will beweisen, dass jeder Mensch ein potenzieller Mörder ist. Weil Lothar Traffer ja die Menschen kennt. Und weil er sie verachtet. Warum so unsachlich, Leonie? Aber bitte, wenn das Protokoll mit einer Absichtserklärung beginnen soll. Der Ablauf der Geschehnisse, die der Hörer live mitverfolgen kann, soll den Beweis erbringen, dass ein großer Prozentsatz aller Menschen fähig und bereit ist, unter bestimmten Voraussetzungen einem oder mehreren Mitmenschen Gewalt anzutun. Nochmal Einspruch. Jetzt nicht verwässern, Herr Traffer. Wenn schon Protokoll, dann aber auch präzise. Als wir uns hier vor, anderthalb Stunden trafen, als Sie Frau Anderson und mir das ganze Arrangement, das Sie für diesen Probelauf getroffen hatten, erklärten, da habe ich Sie gefragt, und bitte, was soll das Ganze? Worum geht's denn nun? Und was war Ihre Antwort? Frau Anderson wird sich erinnern. Sie sagten, um Mord. Es geht um Mord. So war's doch. Ja, genau so. Und ich glaube, an dieser Stelle haben wir sogar noch gelacht, Herr Buchmann. Fanden das einfach verrückt. Wie Lothar dann sagte, denn der Mensch ist manipulierbar. Man muss nur an den richtigen Fäden ziehen und dann läuft er tap, tap, tap und tötet. Gelacht haben wir. Und jetzt? Haben wir schon zwei Mörder. Ich hätte Ihre Gesichter sehen mögen, wie Sie da zur Tür raus sind. Und hofften. Natürlich haben Sie es gehofft, dass Rabatino krepiert. Der Mann, den Sie für einen Mitwisser Ihrer dunklen Geschäfte halten mussten. Ich hätte nie mitmachen dürfen. Ich hätte diese Telefongespräche nie führen dürfen. Ihr habt mir ja nicht glauben wollen. Weil ihr die Menschen nicht kennt. So wie ich. Nach 25 Jahren heutigen Abend aus der eigenen Tasche finanzieren. Also, Hotel Casablanca, recht so. Ja. Gut. Arbeitstitel Hotel Casablanca. Das an diesem Probelauf beteiligte Team befindet sich in zwei Zimmern des gleichnamigen Hotels. Drei Personen befinden sich im Zimmer 318. Eine Person ein Stock tiefer in Zimmer 218. Anwesende im Zimmer 318 sind erstens Lothar Traffer, seit 25 Jahren im Sender tätig in der Abteilung Dokumentation. Weiter sind anwesend Eberhard Buchmann, Redakteur, sowie Leonie Anderson, Schauspielerin. Oh, das bitte nicht, Lothar. Schauspielerin. Reklametante für Seniorenprodukte, das kannst du sagen. Ja, warum willst du dein Licht unter den Scheffel stellen? Wie du dich da vor der Kamera bewegst, das ist durchaus professionell. Wie ich es dir ja schon immer gesagt habe, sowas kannst du. Du bist ein Naturtalent. Du hättest Karriere machen können, aber euer Vater... Oh Gott, ich glaube, mein Schwiegervater hätte sich entleibt, wenn eine seiner Töchter... Also solltest du nicht besser mit dem Protokoll fortfahren? Ja, sollte ich also. Leonie Anderson, Schauspielerin. Ein Stockwerk tiefer,
Im Zimmer 218 befindet sich Titus Rabatino. Natürlich ein Künstlername. Derzeit Manegenarbeiter im Zirkus Orbit. Rabatino war ursprünglich Schauspieler, dann ein bekannter Jongleur. Krankheitsbedingte Berufsaufgabe. Alle vier an diesem heute stattfindenden Probelauf Beteiligten erfüllen die Funktionen der Personen, die dann bei der Live-Sendung einzusetzen wären. Das heißt... Stopp mal, ehe Sie das jetzt alles aufdröseln, formulieren Sie doch bitte erstmal Ihr Anliegen. Das, was Sie nun wirklich mit dieser Sendung beabsichtigt haben, oder hätten, denn es wird ja eine solche Sendung nie geben. Aber bitte, diese Erklärung sind Sie uns nämlich noch schuldig, Frau Anderson und mir. Was soll das Ganze im Endeffekt? Klipp und klar. Soll er doch einfach sagen, Lothar Traffer will beweisen, dass jeder Mensch ein potenzieller Mörder ist. Weil Lothar Traffer ja die Menschen kennt. Und weil er sie verachtet. Warum so unsachlich, Leonie? Aber bitte, wenn das Protokoll mit einer Absichtserklärung beginnen soll. Der Ablauf der Geschehnisse, die der Hörer live mitverfolgen kann, soll den Beweis erbringen, dass ein großer Prozentsatz aller Menschen... Und im Übrigen... Und im Übrigen? Was ist denn? Ja, und im Übrigen, wenn ich Ihre Forderungen, über die ich angeblich durch eine ebenfalls in dem Schließfach hinterlegte Mitteilung informiert werde, wenn ich die nicht erfülle... Aber ich bitte Sie, schließlich habe ich den Inhalt der Unterlagen hier im Kopf. Ach, das sagen Sie. Wenn Sie meine Forderungen nicht erfüllen würden, also ich bitte Sie, ein kleiner Hinweis an die zuständige Behörde. Nein, und ich denke, das können Sie sich ja wohl nicht... Was haben Sie denn? Ich bitte. Ich sehe nicht gut. Bitte. Was? Meine Medizin. Schnell in meiner Manteltasche, bitte. Ja, die kleine Flasche. Ja, was denn? Ich... Bitte schnell. Manteltasche. Was? Bitte. Ja, was? Schnell. Möglich. Das ruhig ist doch... Ruhig doch mal. Ist ja noch gar nicht gesagt, dass... Die Tür ist deutlich hörbar zugefallen. Oder etwa nicht. Er könnte immer noch mal zurückkommen. Hm? Also, Herr Buchmann. Ich hab's nicht geglaubt. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Nein, nein. Tja, Leonie, es ist doch nur genau so eingetroffen, wie ich es vorausgesagt habe. Jedenfalls bisher. Ja? Ich bin's, Herr Traffer. Der Empfang war gut? Einwandfrei. Besser fast noch als vorhin bei Ihrem ersten Besucher. Aber das lag an dem, der nuschelte so. Nein, die Mikrofone haben wir schon genau an den richtigen Stellen angebracht. Und sonst? Sie haben's ja mitgehört. Auf und davon. Mitsamt dem Schließfachschlüssel. Genau wie Nummer 1. Also dann ruhen Sie sich ein bisschen aus. Der dritte Besucher dürfte in etwa 20 Minuten kommen. Den vierten bestellen wir noch so auf circa 22 Uhr. Im Übrigen, Sie machen Ihre Sache gut, Herr Rabatino. Kompliment. Gelernt ist gelernt, könnte man vielleicht sagen. Wie? Obwohl es ja schon... Also bis später dann. Ja, gut. Also ich finde wirklich... Er ist direkt bühnenreif, unser guter Rabatino. Also, auf, Lothar. Bühnenreif. Also, wenn ich mir vorstelle, dass du das alles so geplant hast, genau so, dass du wildfremde Menschen dazu bringst und... Ja, und die funktionieren auch, wie Marionetten. Und du bist noch stolz darauf. Ja, auf deine fabelhafte Menschenkenntnis. Aber ich bitte dich, Leonie, so kenne ich dich ja gar nicht. Wo bleibt deine preußische Selbstbeherrschung?